Es muss sich jetzt in Südtirol wirklich ganz klar zukunftsweisend etwas ändern. Die Situation ist für viele untragbar geworden. Die Lebenshaltungskosten stehen in keinem Verhältnis zu den Löhnen und Gehältern. Die Löhne müssen schleunigst erhöht werden. Wir haben ein umfassendes Maßnahmenpaket ausgearbeitet in unserem Beschlussantrag, wie man Löhne in Südtirol erhöhen kann, wie man die Situation für unsere Arbeitskräfte verbessern kann. Wir wissen, dass wir im Arbeits- und Steuerbereich wenig Spielraum haben. Die Kompetenzen liegen beim Staat. Aber die wenigen Spielräume, die Südtirol doch hat, müssen genutzt werden und die Landesregierung in die Verpflichtung und in die Verantwortung genommen werden. Uns geht es darum, dass neue Kollektivverträge ausgehandelt werden mit den zuständigen Stellen. Neue territoriale Kollektivverträge, denn wir wissen, 1.000 Euro in Trapani sind nicht dieselben 1.000 Euro wie in Bozen oder in Südtirol. Wir möchten, dass die Landesregierung mit den Sozialpartnern zusammentritt, um ein provinziales und sektorenübergreifendes Lohnelement in Höhe von mindestens 100 Euro monatlich für alle Sektoren in der Privatwirtschaft aushandelt. Dieses zusätzliche Lohnelement wird dann jährlich an die Inflation angepasst und gilt vor allem für Betriebe als Pflichtkriterium, beispielsweise zur Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen sowie als Voraussetzung für den Anspruch auf öffentliche Beiträge und/oder einen reduzierten IRAP-Steuersatz. Wir möchten, dass auch die vereinbarten Gehaltszahlungen für den öffentlichen Bereich innerhalb der vereinbarten Fristen effektiv auszubezahlen sind. Wir möchten, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass jene Sektoren, die für ihre Bediensteten einen Zweisprachigkeitsnachweis verlangen, auch verpflichtet sind, dann diesen Nachweis dementsprechend zu entlohnen. Wir möchten, dass wirklich angemessene Ressourcen für die Novellierung fast schon antiker Bereichsverträge zweckgebunden werden müssen. Und wir möchten auch ein Instrument schaffen, und zwar über das Landesinstitut für Statistik, wo wir vorschlagen, dass jährlich ein Gehaltsreport, aber auch ein Sozialreport veröffentlicht werden soll, in dem das Statistikamt vor allem Gehälter in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Bereich laufend mit jenen im Trentino, in Bayern, in Österreich und der Schweiz verglichen werden und dasselbe natürlich auch für die Sozialleistungen. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion. Ich erwarte mir angesichts der Situation, dass die Landesregierung ihrer Verantwortung nachkommt und zumindest den einen oder anderen Punkt auch akzeptiert und dass schnell gehandelt wird.